muss hinschauen. Manchmal sind die Sachen natürlich, weil sie an Fassaden sind, jetzt nicht so ganz offensiv. Das hat was mit Aufmerksamkeit zu tun. Vielleicht auch mit der Konzentration, die man so am Tag hat. Die ist dann irgendwann zu Ende. Aber es gibt ja Sonntage, an denen kann man spazieren gehen. Und das kann man sich ja vornehmen. Einfach mal durch Straßen zu gehen, die man eigentlich immer kennt, und mal an die Fassaden zu schauen. Schaut man auf so einen Sonntagsspaziergang genau hin, dann erkennt man in den allermeisten Fällen, das ist ja gar kein gemaltes Wandbild, sondern ein feines, flaches Relief. Und wer öfter vorbeikommt, dem wird auffallen, dass je nach Sonnenstand der Schattenwurf das Bild ganz unterschiedlich erscheinen lässt. Gemacht ist dieses Relief aus farbigen, übereinander aufgetragenen Putzschichten, die mit speziellen Schabern freigekratzt werden. Daher kommt auch der Name Sgraffito, vom italienischen Sgraffiare, kratzen. Die Hochzeit dieser Putztechnik war in den 1950er und 60er Jahren. Doch gelehrt wird sie in der überbetrieblichen Ausbildung noch heute, denn sie beinhaltet alles, was ein guter Stuckateur beherrschen sollte. Wenn ich so ein Sgraffito da in der Regensburger Straße anschaut, es hängt an dieser stark befahrenen Straße, an dieser stark bewitterten Stelle. Das hängt, ich sage jetzt mal, 40, wenn nicht schon 50 Jahre dran, hat noch nie einen Tropfen Farbe gesehen, ist immer noch der ursprüngliche Kratzputz, ja, und hat immer noch die Farbintensität. Sieht man immer noch, die Konturen sind vorhanden, ist immer noch um 50 Jahre. Und das ist Handwerk. Das ist immer von Lage zu Lage das gleiche System. Auftragen, warten, bis das ein bisschen anzieht in der Oberfläche, ein bisschen aufrauen, nächste Lage drauf, dann wieder verdichten. Das ist das handwerkliche Gefühl, das Geschick, das, was ich da mitentwickeln muss oder beziehungsweise das, was ich mir aneignen muss durch Üben, Üben, Üben. Also das Sgraffito gibt es ja eigentlich schon seit der Renaissancezeit. Und es gab mit Sicherheit auch in Nürnberg in der Renaissancezeit Sgraffito-Arbeiten. Wenn man so die alten Zeichnungen anschaut, von Delzenbach zum Beispiel, wo viele Nürnberger Fassaden bunt gestaltet waren, waren mit Sicherheit auch Sgraffito-Arbeiten dabei, die aber leider alle verschwunden sind. Also es ist eine sehr alte Technik, die es schon seit dem ausgehenden Mittelalter gibt oder vielleicht sogar noch länger und die eigentlich über alle Jahrhunderte üblich war, aber verstärkt natürlich in der Nachkriegszeit durch die Kunst am Bau-Bestimmung des Bundes, dass 1-2% der Summe für Kunst am Bau verwendet werden sollen. Und dort wurden an den neu nach dem Krieg errichteten Putzbauten viele solche Kunstwerke angebracht. Und das Sgraffito würde ich bezeichnen als die Kunst am Bauform der Nachkriegszeit, weil man sie eigentlich am häufigsten findet, weil sie wohl auch am kostengünstigsten war. Es muss schnell gebaut werden und es gibt natürlich das ganze Spektrum. Wohnungsbau spielt eine ganz große Rolle in der Zeit und wir haben zwei große Bereiche. Das eine ist auf der grünen Wiese, schnell Wohnraum schaffen für Ausgebombte, für Vertriebene. Dieser ganze Bereich, der in ein Bauen hineingeht, das sehr einfach ist, das sich auch ein bisschen in Strukturen an Bauhaus anschließt und ein offenes Bauen plötzlich praktiziert. Und auf der anderen Seite der Städtebau in den zerbombten urbanen Zentren. Und wir haben plötzlich auch etwas, was man bis dahin so nicht kannte, dass man Wohnungsschnitte zum Beispiel so eingerichtet hat, dass sich das nicht unbedingt vorteilhaft an der Fassade markiert hat. Alle Menschen, die in einem Gründerzeithaus wohnen, haben das Problem, dass sie oft viel zu viele Fenster haben. Die Fassade sieht aber wunderbar aus. Wenn Sie in ein Wiederaufbauhaus ziehen, kann es Ihnen schon geschehen, dass Sie wunderbar Wandfläche haben, um Regale zu stellen.
sich das nach außen aber markiert, indem sie ganze Flächen haben, in denen keine Fenster diese Fassaden strukturieren. In den 50er Jahren ist es vor allen Dingen Flächenkunst. So zwischen Malerei und Relief des Graffito, und es ist flächenfüllend. Also hier werden, salopp gesagt, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und deswegen ist es auch eine Gattung, die so prägend ist für die 50er, vielleicht noch die 60er Jahre, und die dann wieder verschwindet. Diese Wandbilder sollten natürlich schön sein, was man als schön bezeichnet. Sie sollten auch belehrend sein. Also es gibt da auch in manchen Hinweisen zu diesen Kunstwerken, dass sie auch eine erzieherische Funktion haben sollen. Sie waren fast alle unpolitisch, also das wurde ausgeblendet. Manche Sachen sind ein bisschen politisch, wenn man auch so durch die Stadt geht. Also gerade diese Darstellungen, die so Kriegszerstörung, Vertreibung, das Leiden der Bevölkerung darstellen. Man hat zwar so auch, sagen wir mal, die Schuldfrage ausgeblendet und sich auch so ein bisschen als Opfer dargestellt, gerade wenn es um Vertriebenen-Darstellungen ging. Also da sind schon einige solche Ansätze dabei, aber im Wesentlichen sollten es einfach schöne, bunte Bilder sein, die Freude machen sollten, ganz einfach, und die ablenken sollten von den Schwierigkeiten des Alltags. Es gibt viele Darstellungen von Pflanzen, von Bäumen, von Tieren, von Familien, Handwerker und solche Dinge, Gebäude, alles Mögliche ist dargestellt worden. Sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel der Lebensbaum unten in der Steppe, wo über mehrere Geschosse ein Baum dargestellt ist. Unten kriechen die Eidechsen, oben sind dann die Vögel, zwischendrin gibt es die Vogelnester. Also schöne Bildwerke, die einfach positiv auf den Betrachter wirken und auch ihm für die Zukunft quasi Schönheit zeigen sollen. Sie sind sehr farbenfroh, erinnern so ein bisschen auch an Werbegrafik manchmal, wie man früher die Prospekte auch gestaltet hat. Einige auch so an so Strichzeichnungen, wie man es in Kinderbüchern gehabt hat. Also diese Bandbreite ist da. Es haben ja auch viele solche Kunstwerke Künstler geschaffen, die Grafiker waren oder Grafiker gelernt haben, die auch als Werbegrafiker gearbeitet haben. Das sieht man natürlich dann auch. Also die Bandbreite war in dem Bezug ganz groß, kann man sagen. Einer der gefragtesten Graffito-Künstler der Nürnberger Nachkriegszeit war Jakob Dietz. Er besuchte die Kunstgewerbeschule in Nürnberg, die Vorgängerin der heutigen Akademie der Bildenden Künste. Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg arbeitete er zuerst als Werbegrafiker und später als freischaffender Künstler. Zur Wehrmacht musste er aufgrund seines Alters nicht mehr. Zusammen mit seiner Familie lebte und arbeitete er in einer Atelierwohnung am Nordostbahnhof. In der Nachkriegszeit bereitete er hier zusammen mit seiner Frau vieles Graffito-Arbeiten vor. 1942 wurde die gemeinsame Tochter Verena geboren. Da hat mein Vater erst einmal jetzt, wenn ich das jetzt vielleicht einmal da nochmal hernehmen kann, das Graffito von der Sparkasse. Da war natürlich klar, es muss auch immer was sein mit Geld, mit Sparkasse. Dann ist halt so die Idee gekommen, Kind mit Sparbüchse und dann noch die Mutter dazu. Und für manche Sachen, wo es vielleicht ein bisschen ins Historische ging, hat er dann auch schon mal in der Literatur geguckt, wie war das, wie hat der den Hammer gehalten oder ins Germanische Museum oder ins Gewerbemuseum oder Volksbücherei, wie das damals geheißen hat. Und dann hat er einen Entwurf gemacht. Dann ist er erst einmal begutachtet worden von dem Bauherrn, ob das so passt, auch mit der Farbe. Und dann wurde der Entwurf maßstabsgetreu, vielleicht, weiß ich nicht mehr genau, so 1:20. Und dann wurde über diesen ganzen Entwurf ein Gitternetz gezogen beim Reißbrett und Lineal und Winkel nach dem. Und das wurde dann auf große Backpapierrollen übertragen und dann wurden halt die Linien von dem Motiv, die da in dem Quadrat waren, die wurden halt dann da genau übertragen. Und dann am Ende, wenn das alles drauf war, ist man dann hergegangen und hat so ein Rädchen, wie es die Schneider zum Durchradeln für ihre Schnitte haben, dann genommen, hat da das alles durchgeradelt,
dass sozusagen das ganze Motiv fein perforiert war. Und dann sind diese Packpapierrollen an die Wand gebracht worden. Schon, der Putz war ja schon aufgetragen. Und dann hat er geschaut, dass der Putz nicht so weich ist, aber auch noch nicht so hart. Und dann wurde mit dem Säckchen, wo Kohlestaub drin war, da die Linien da so durchgestäubt. Dann richte ich das aus. Jetzt habe ich hier in einem kleinen Beutel habe ich Pigmentpulver. Und mit dem Pigmentpulver gehe ich jetzt einfach die Linie nach und dadurch übertrage ich das Motiv dann auf unsere Putzfläche, damit ich weiß, wo ich dann später kratzen muss. Jawohl. Ich durfte helfen im Atelier, mal beim Durchradeln. Oder die Kohlesäckchen füllen, das durfte ich ja schon mal machen. Oder die Holzkohle dann ein bisschen zerbröseln. Aber auf dem Sgraffito, auf dem Gerüst war ich nicht mehr dabei. Aber meine Mutter war dabei. Man hat ja für die Arbeiten oft schon mal zwei Hände, eine Hand mehr gebraucht. Und immer jemand nehmen und dann bezahlen, war ja dann vielleicht auch nicht. Oder war da auch nicht so leicht jemand gefunden, der das gemacht hat. Und der Mutti hat es auch Spaß gemacht, das zu machen, weil sie oft auch immer die Ideen mit hatte bei den Entwürfen. Könntest du auch so machen oder so. Also das war dann schon, groß was Gutes, denn wenn man ein Bild verkaufen, hat halt doch nicht so viel Geld gebracht als ein Sgraffito dann. Ne? Wenn ich jetzt eine Zahl nennen kann, aber bitte mich da nicht festzunageln, Bild vielleicht für 300. D-Mark damals und das Graffito war dann gleich das Dreifache, ne? 900. Das war dann schon was, nachdem die Miete bloß bei 60 war. Ne? Da schneiden wir durch, oder? Ja. Ja. So verhalf das Kunst am Bau Gesetz vielen Künstlern zu einem erklecklichen Zusatzeinkommen in schwierigen Zeiten. Nicht alles Graffito-Arbeiten sind den Künstlern eindeutig zuzuordnen, da eine Signatur fehlt. Ein Grund hierfür mag sein, dass einige Arbeiten nicht von den Künstlern selbst ausgeführt wurden, sondern die Stuckateurfirmen die Entwürfe direkt umsetzten und dabei keine Signatur anbrachten. Bekannt ist bisher, dass in Nürnberg neben Jakob Dietz, Leo Birkmann, Eitel Klein, Gustl Hoffmann, Karl Dörfuß, Konstantin von Mitschke-Kolande, Otto Meister, Georg Meyer-Pröger, Karl und Willi Jakob, Georg Poppel, Jobst Kuch und Konrad Ehmann dieses Graffito-Arbeiten verwirklichten. Es gab natürlich auch schon Ausschreibungen, sagen wir mal. Es ist auch aus der Literatur bekannt, dass zum Beispiel verschiedene Künstler eingeladen worden sind zu einer Art Wettbewerb, um Motive vorzulegen. Und dann hat der Auftraggeber oder der Bauherr sich dann eins der Motive rausgesucht und den jeweiligen Künstler dann beauftragt. Interessant ist auch, dass diese Kunstwerke von der Baubehörde genehmigt werden mussten. Also in den Bauakten sieht man immer wieder die Notiz, das Kunstwerk ist begutachtet worden und für gut befunden worden, die dann einen Stempel bekamen und einige sind sogar in den Bauakten noch vorhanden. An Hausfassaden, wie gesagt, da spricht immer noch jemand mit. Da kann ich nicht einfach auf eine Leinwand malen, was ich will in meinem Atelier, sondern da gibt es immer noch den Auftraggeber. Aber wir wissen alle, Kunst geht nach Brot und nicht umgekehrt. Und sicher hängt es auch damit zusammen, dass natürlich bestimmte Anspruchshaltungen, bestimmte Level von Vertragbarkeit von Kunst natürlich gerade dort eine Rolle spielen, wo private oder öffentliche Auftraggeber etwas haben wollen, was allgemeingültig für die breite Masse als rezipierbar gelten sollte. Deswegen vielleicht immer diese etwas heruntergebrochene Form der Abstraktion, etwas gemäßigt, das ist schon ein Zeichen, dass sich da etwas entwickelt, dass da etwas in eine Richtung geht, die sich aus vielen Einflüssen natürlich speist und die uns zeigt, dass das, was ja dann wirklich der große Unterschied zum Ostblock wird und zum
zur Kunst des real existierenden Sozialismus, dass man von der Figürlichkeit weitgehend Abstand nimmt und eher zur Abstraktion geht. Und das sieht man, glaube ich, auch sehr schön, gerade am Beispiel des Graffiti an diesen Wiederaufbauarchitekturen. Und insofern ist das eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass die Entwicklung, auch wenn die ja nicht lang dauert, das sind ein, zwei Jahrzehnte, die Entwicklung in der bildenden Kunst an sich in einem ganz kleinen Segment und Ausschnitt ganz schön widerspiegelt. Und das Spektrum ist in der ganzen Breite da bis zu ganz abstrakten Kompositionen, hinter denen schon der Anspruch steckt, an das anzuschließen, was gerade in der westeuropäischen Moderne oder Spätmoderne Avantgarde ist. Runtergebrochen natürlich auf das, was man mit den Mitteln jeder Hinsicht, den Ressourcen und auch dem Platz und der Funktion, die das Ganze soll, dann ausüben kann. Das ist es zum Zeichen der Stuckateure. Da der jeder Handwerksberuf hat sein eigenes Zunftzeichen. Und beim Stuckateur ist es eben der Zirkel und das Geodreieck und die Kelle in der Mitte. Da braucht man viel Geduld und es kommt natürlich aufs Motiv drauf an. Wenn da jetzt große Flächen sind, dann kann man da mit größeren Werkzeugen arbeiten. Und je feiner natürlich die Motive sind, umso feiner muss er die Auswahl von meinem Werkzeug treffen. Darf ich dann nochmal einen Stock lösen? Gut, über die Fläche kann ich nicht drüber. Über die Fläche ist schlecht. Also ein großer Favorit ist in der Ludwig-Feuerbach-Straße des Straßenbahners Graffito, das fast über die ganze Wand rauf geht, wo so quasi der Straßenbahnschaffner dort steht mit dem Geldautomaten, wo er das Geld einnimmt. Irgendwo sind dann so die Stromabnehmer dargestellt. Und ein Straßenbahner hat mir auch erzählt, diese Linien, die dort abgebildet sind, die sind wirklich ein Streckenverlauf. Ich weiß jetzt nicht mehr von wo bis wo der da dargestellt ist. Also lauter so einzelne Bereiche, die zum Straßenbahner gehören, sind da als großes Graffito dargestellt und auch sehr schön umgesetzt. Also sowas ist, was man als Kunstwerk bezeichnen kann, was doch auch städtebaulich prägend ist, weil es so groß ist. Wirklich auch eine moderne Darstellung, die, finde ich, auch zeittypisch ist und die wirklich auch die Zeit verkörpert, in der sie entstanden ist. In der Zeit selber ist das schon etwas, wo man sieht, der es gemacht hat, hat sich an französischer Kunst, der hat Fernand Léger zum Beispiel gesehen, hat sich an solchen Dingen orientiert und hat es für seine Funktion, die er hier zu bedienen hatte, dann runtergebrochen. Aber so der Mensch der neuen Technik oder so in die Richtung geht es ja. Aber in diesen abstrakten Formen ist das für die Zeit auch mit diesen unterschiedlichen Perspektiven eine ganz interessante Gestaltung. Die Straßenbahn ist an dieser Kreuzung schon lange der U-Bahn gewichen. Und auch bei den Gebäuden aus den 1950er und 60er Jahren stehen Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an. Wärmedämmungen sind an den schnell und mit einfachen Mitteln hochgezogenen Nachkriegsbauten angesagt. Viel französisch inspirierte Avantgarde gibt es mitten in Nürnberg nicht. Und trotzdem ist der Straßenbahner, den Jobst Kuch hier am Rennweg gestaltet hat, in keinster Weise geschützt. Rein rechtlich könnte er jederzeit verschwinden. Das liegt am speziellen bayerischen Denkmalschutzgesetz. In Bayern ist es noch nicht üblich, das Landesamt ziert sich noch etwas, einzelne dieser Bilder unter Denkmalschutz zu stellen. Und wir sind momentan in der Situation, dass wir nur solche Kunstwerke schützen können, wenn sie zum Beispiel in einem denkmalgeschützten Ensemble vorhanden sind. Oder wenn sie sich an oder in einem Baudenkmal befinden. Wenn ich jetzt Altstadt zum Beispiel nehme, alles was da in der Steppe ist oder auch in anderen Bereichen, ist geschützt, weil die Fassade quasi ein Denkmal ist. Und es gibt durchaus auch Möglichkeiten, auch energetisch zu sanieren. Verschiedene Möglichkeiten, die auch schon umgesetzt worden sind. Beispiele, also aus Fürth weiß ich zum Beispiel, dass man einmal so ein Kunstwerk abgenommen hat, gedämmt hat und dann wieder aufgebracht hat. Wir haben hier in Nürnberg einmal auch in der Steppe eins überdämmen lassen
Und der Putzer hat es dann 1:1 in den neuen Putz, auch wieder mit verschiedenen Schichten, aufgetragen, als Kopie quasi. Das Original ist vorhanden, es ist nicht zerstört. Haben wir dann mit einer Platte gesichert, also hat also den Dämmstoff nicht auf das Bildwerk draufgeklebt, weil sonst wäre es kaputt, sondern hat auf eine Platte die Dämmung aufgebracht und außen drauf das Kunstwerk wieder. In Erlangen weiß ich zum Beispiel, da hat man das Kunstwerk aus der Dämmung ausgespart und hat dann auf die Dämmung einen Bilderrahmen mit Glasplatte gemacht, sodass das Kunstwerk noch sichtbar ist, aber ansonsten die Fassade gedämmt ist. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, die Zone in dem Gebäude von innen zu dämmen, dass man also keine Außendämmung aufbringt. Das geht natürlich auch. Also solche Möglichkeiten sind jederzeit vorhanden. Irgendwo ist natürlich die Grenze und der hört halt dort auf, wo der Denkmalschutz dann nicht mehr greift. Das letzte Beispiel oder der letzte Verlust, den wir zu beklagen haben, ist neben der St. Bartholomäuskirche das Pfarrhaus am Weinigeplatz von der, ja, von der Gemeinde unten, die ein sehr schönes Graffito hatten, aber nicht bereit waren, hier alternative Lösungen zu suchen. Alternativen zum Überkleben gibt es viele und der Aufwand hierfür ist überschaubar. Aber wenn sich selbst eine Kirchengemeinde, die mit dem Schutz von Kunstwerken von jeher vertraut ist, gegen ein klerikales Kunstwerk mit Sonnenuhr entscheidet, oder wenn die Baugenossenschaft des Eisenbahnpersonals 5 wunderbare Supraporten zum Thema Leben und Arbeiten als Eisenbahner überkleben lässt, dann liegt das sicher nicht an mangelnden technischen Alternativen oder Kosten, sondern am fehlenden Willen der Techniker und der Entscheider. Hier in der Eschenstraße, wo die Graffiti nur über den Türen angebracht waren, wäre zum Beispiel eine Innendämmung leicht möglich gewesen. Und hier in der Bücherstraße wären die ursprünglichen Putzornamente von Leo Birkmann allemal schöner als diese einfältige Monotonie. Von über 160 dokumentierten Graffito-Arbeiten in Nürnberg sind bereits über ein Viertel für immer verloren. Soll der Verlust dieser baugebundenen Kunst gestoppt werden, so gilt es schnell zu handeln. Das Kriterium muss eigentlich sein, ist dieses Gebäude, ist dieses Bild, was wir dort sehen, für uns heute wichtig, weil es uns etwas über die Zeit erzählt. Und wenn es uns etwas in einem Formenkanon erzählt, der uns heute nicht gefällt, dann gibt es ja mindestens zwei Aussagen dazu. Vielleicht gefällt es ja der nächsten Generation und der übernächsten. Und zum anderen vielleicht erzählt uns das ja gerade etwas über die Menschen, die das gemacht haben. Denn wenn ich alles das vernichte, was mir nicht gefällt, oder wenn das alle vor uns schon getan hätten, weil sie gemeint hätten, es ist Kitsch, dann hätten wir wahrscheinlich relativ wenig heute erhalten. Sie wissen alle, dass im Barock großflächig Mittelalter abgerissen worden ist, Kirchen ausgeräumt worden sind, dass im 19. Jahrhundert Barock vernichtet worden ist, weil man immer gemeint hat, ohne den Begriff genau zu verwenden, das ist Kitsch. Also ich glaube, man sollte, und so weit sind wir ja heute in unserem Denken, in unserer Wissenschaft, in der Kunstgeschichtsschreibung, der Kulturgeschichtsschreibung, dass wir die Dinge differenziert betrachten. Wir wissen das auch alle, dass die Dinge wichtig sind für uns, für unser Leben, weil wir alle nur begreifen können, wer wir sind, wenn wir wissen, wo wir herkommen und auch nur Zukunft gestalten können, wenn wir wissen, wo wir herkommen und wissen, wer wir sind. Das ist ja immer wieder faszinierend, wie das unsere Elterngeneration, egal ob sie ausgebombt oder vertrieben, geflüchtet war aus brennenden Städten im Osten, einfach aus diesen Trümmerlandschaften wieder Städte gemacht haben, bewohnbar gemacht haben. Und dass dann natürlich in den Formen und Motiven das reflektiert wird, was man so erlebt, und der Bauarbeiter oder die Mutter, die das Kind behütet, zum Beispiel, ist ja ein Topos, den wir überall finden, also diese Sehnsucht nach Behütetsein, was wir heute vielleicht so ein bisschen belächeln, was aber etwas Zeittypisches ist und was uns deswegen über diese Atmosphäre der 50er Jahre schon ganz viel sagen kann. Und es geht in der Zeit eher vielleicht wirklich um auch Stimmungen natürlich, die eher in die Richtung von Geborgenheit, Frieden, keine Angst mehr haben. Es geht vorwärts.
und hat wieder eine Wohnung. Irgendwann wird es alles wieder blühen gehen. So was sagt natürlich so etwas auch aus. Es tat weh. Es tat weh, wenn ich so sehe, dass die nachfolgende Generation doch so wenig Gefühl dafür hat, was mal einer Generation weiter vorher bedeutet hat. Aber ich glaube, das wird man nie ganz wegrücken, weil die Sanierung steht halt doch im Vordergrund. Die Kunst kommt dann hinten dran. Da kann man nur darauf hoffen, dass die jetzige Generation das, was da ist, doch sieht, dass das erhaltenswert ist. Und dass man auch mit der Sanierung auch ein bisschen was anders machen kann. Wenn man wartet, dann kann es schnell passieren, dass gar nichts mehr davon übrig ist, weil das, was man nicht wertschätzt, heute relativ schnell weggeräumt wird. Wir leben ja in einer Zeit, in der schnell gebaut wird, in der auch schnell ausgetauscht wird. Da unterscheidet sich unsere Zeit enorm. Es wird eher abgeräumt und neu gebaut. Und da sind natürlich gerade die Epochen oder die Jahrzehnte, die noch nicht so wertgeschätzt werden, in der großen Gefahr, große Quantitäten zu verlieren. Wie so oft sind Respekt und Wertschätzung auch die Schlüsselbegriffe, wenn es um den Erhalt von baugebundener Kunst und im Speziellen um den Erhalt des Graffiti geht. Respekt und Wertschätzung für die Künstler und ihre Werke, aber auch für die Gesellschaft einer Epoche, die uns etwas hinterlassen hat. Bilder, die erzählen von Verharren und Aufbruch, Ängstlichkeit in den politischen Botschaften, aber auch Mut zu modernem künstlerischem Ausdruck. Das Graffiti sind Zeugnisse ihrer Zeit und sie gestalten Straßen und Plätze. Es ist höchste Zeit, ihre Zerstörung aufzuhalten. Gelingen wird dies durch bürgerschaftliches Engagement, das aus Wertschätzung erwächst, und ganz profan durch ein vernünftiges Denkmalschutzgesetz, das Kunstwerke schützt, auch wenn sie sich nicht an einem schützenswerten Gebäude befinden. An engagierten und kompetenten Handwerkern, die das Graffiti sensibel restaurieren können, fehlt es nicht.